Hey Leute, Coach Steffi und heute mit der Frage, sollten Männer ihren Booty trainieren? Frag mal deine Freundin, ob sie was dagegen hätte, wenn dein Hintern ein bisschen knackiger wäre. Wie Shindy sagen würde, ich glaube nicht. Von daher tue ich heute allen Mädels einen Gefallen und sorge dafür, dass die Jungs einen knackigen Hintern bekommen. Und es ist so ein Stereotyp, dass die Mädels alle den Booty trainieren wollen und die Jungs alle nur den Oberkörper. Und dann gibt es tatsächlich Leute, die denken, dass Jungs keine Hip Thrusts machen sollten, keine Mädchenübungen mit Ausfallschritten, was irgendwie Oberschenkel, Rückseite, Hintern ist. Jungs machen immer nur Kniebeuge, Kreuzheben, Maximum und der Rest Oberkörper. Von daher, Leute, vor allem Jungs, passt heute ganz genau auf. Und nein, Fußballtraining reicht nicht aus und ersetzt auch kein Beintraining. Wir wollen Muskeln aufbauen, euren Booty aufbauen, also hohe Intensität, viel Gewicht bzw. eine Übung wählen, wo ihr wenig Wiederholungen schafft und nicht unendlich machen könnt, wie im Fußballtraining eine Stunde rennen. Es ist kein Muskelaufbautraining. Dementsprechend haben wir heute 6 Übungen und machen pro Übung 3 Sätze. Muskelaufbau immer besser mit Sätzen zu arbeiten als mit Runden. Wir machen von jeder der Übungen so viele Wiederholungen wie möglich. Zwischen den Sätzen 60 Sekunden Satzpause, also ganz klassisches Krafttraining. Idealerweise habt ihr Kurzhanteln daheim, damit wir das Gewicht noch mal ein bisschen erhöhen können, nicht nur mit dem eigenen Körpergewicht arbeiten. Wir haben hier die von der Marke Gorilla Sports, ist auch gleichzeitig der Sponsor vom heutigen Video. Und wenn ihr noch keine habt und euch überlegt, Kurzhanteln zu kaufen, kauft euch solche Kompakthanteln, nicht zum Schrauben, weil dieses Rumschrauben nervt. Da kauft ihr euch lieber 4 Kilo, 8 Kilo, 12 Kilo, habt da ein paar Sprünge, weil letztendlich ist es bei Kniebeugen oder so scheißegal, ob jetzt 0,25 mehr drauf sind oder nicht, ist dann tatsächlich mehr Kopfsache, als der Muskel nicht kann. Von daher, lasst uns keine weiteren Worte verlieren, fangen wir an. Macht euch kurz warm, Jumping Jacks, 2-3 Minuten, ein bisschen Oberkörper kreisen. Dann geht's auch schon los mit der ersten Übung. Und das ist Kreuzheben mit einem Bein. Und beim Kreuzheben haben wir den Hintern von der unteren Seite trainiert. Gleichzeitig auch die Oberschenkelrückseite. Und dazu nehmen wir 2 Hanteln in die Hand. Ja, ich habe jetzt natürlich hier Gewicht, kann ein bisschen mehr nehmen. Und wir fangen immer mit einer Seite an, zielen mit den Hanteln auf den Fuß und gehen von hier wieder hoch. Fuß berührt nicht den Boden, wieder runter und wieder hoch. Und arbeiten hier schön geschmeidig, so viele Wiederholungen wie gehen. Und wenn ihr rechts 10 macht, solltet ihr natürlich links auch 10 machen. Also 3, 2, 1, auf geht's. Wie gesagt, erst das eine Bein, dann das andere, kurze Satzpause von 60 Sekunden und das 3-mal. Und dann gehen wir zur zweiten Übung weiter, sind Kniebeuge mit einem Zusatzgewicht, nennt man Goblet Squat, weil man Goblet auf Deutsch Kelch, wie ein Kelch hier zum Mund führt und dann hier die Kniebeuge macht und wieder hoch geht. Und wenn ihr natürlich mehr Gewicht rumliegen habt als nur eine Hantel, nehmt auch gleich beide, ja, könnt ihr hier vorne halten und macht auch hier so viele Wiederholungen wie gehen. 3, 2, 1, auf geht's. Kommen wir zur dritten Übung und das ist der Hip Thrust. Auf Deutsch Hip, Hüfte, Thrust, Stoß, Hüft, Stoß. Und das ist die eigentliche Funktion des Hinterns. Und davon nehmen wir eine Hantel und bringen uns jetzt hier natürlich in eine schwierige Lage. Weil wir ja nicht unendlich Gewicht daheim rumliegen haben, müssen wir die Übungen ein bisschen schwerer machen, damit wir mit dem wenigen Gewicht auskommen. Nehmen also dafür einen Fuß hier hoch auf eine Bank oder einen Stuhl oder eure Sofakante, Bettkante, was auch immer. Und was ich eigentlich von euch haben will, ist, dass ihr euch hier mit der Hüfte hochdrückt. Ja, wir arbeiten hier. Ich nehme mal den kurz hoch, dann seht ihr, die hintere Seite hier, da wo der Fuß drauf ist, hier wird gearbeitet. Und das Ganze unter Gewicht, ja, hier auf die Hüfte nehmen und dann so viele raushauen wie geht. Und wenn ihr natürlich rechts 10 macht, sollten es links auch 10 sein. Let's go! Die
Kniebeuge und der Hip Thrust ergänzen sich ideal, denn bei der Kniebeuge hast du einen großen Bewegungsradius und der Hintern ist ständig unter Spannung. Beim Hip Thrust nicht so sehr, ja, da merkst du zwar den Hintern mehr, weil es eine isoliertere Übung ist, aber du hast von der Bewegungskurve, von der Kraftübertragung am obersten Punkt halt, ja, da geht es dann halt nicht mehr weiter. Dementsprechend sind beide Übungen im Trainingsplan unbedingt zu empfehlen. Nicht nur für die Jungs, auch für die Mädels. Beim Kreuzheben trainieren wir den Hintern von der unteren Seite her, Hip Thrust Kniebeugen von der Mitte her. Und bei Ausfallschritten habt ihr quasi das obere Ende des Hinterns drin. Und die machen wir als nächstes. Und zwar den Bulgarian Split Squat. Nehmen hier beide Hanteln aus. So, gehen auch wieder hier an die Kante. Ein Fuß hinten hoch, den anderen vor. Und dann einfach Ausfallschritte, so viele wie gehen. Das Wichtigste haben wir geschafft. Wir machen jetzt noch zwei Übungen zur Ergänzung, weil wir wollen ja nicht nur den Hintern trainieren, ist ja an sich ein vollständiges Beinworkout. Von daher hier wieder eine Hantel hoch, wir gehen breit. Und drehen uns jetzt beim Runtergehen hier auf die eine Seite ein, kommen hoch und gehen hier auf die andere Seite. Hier haben wir auch Oberschenkel, Hintern, alles drin, so viele wir gehen. 3, 2, 1, auf geht's. Wir hatten den Hintern zu Genüge, die Oberschenkel brennen, fehlen noch die Waden. Und auch hier ist das Problem, die Waden haben im Alltag hohen Umfang. Ihr seid ständig auf den Beinen, lauft. Das heißt, um die zu trainieren, hohe Intensität. Nehmen also ein Gewicht, stellen uns auf irgendeine Kante und versuchen natürlich, möglichst viel Körpergewicht auf einen Fuß erstmal zu kriegen. Ja, ist natürlich schwieriger, als wenn ihr auf beiden steht. Von daher erst mit einer Seite ganz runter, ganz hoch. Oben nochmal extra anspannen und so viele wie gehen. Und das war's für heute. Wie gesagt, 3 Sätze, achtet auf die Technik und haut raus. Idealerweise macht ihr das Beintraining heute natürlich mit dem Oberkörpertraining von letzter Woche. Habt ihr verpasst? Seht ihr, passiert, wenn ihr den Kanal nicht abonniert habt. Also unten klicken, auf die Glocke klicken, dass ihr auch kein Video verpasst. Und wenn ihr allgemein mehr wissen wollt, Trainingslehre, Trainingsprinzipien, wenn das alles neu für euch war oder ihr gar nicht wisst, wie ihr euren Trainingsplan richtig zusammenstellt, dass es auch Sinn macht, holt euch mein How to Train E-Book. Da werden nämlich die Basics in ganz einfachen Schritten erklärt, genauso wie meine Videos. Einfach gerade raus, keine Fachwörter, sodass jeder versteht und vor allem jeder damit arbeiten kann. Weil es bringt nichts, wenn ihr später alles auswendig könnt und solche Fachnerds werdet, ihr müsst das Ganze umsetzen. Und darum geht's. Link ist unten, auch zu den Kurzhanteln. Link unten und wenn ihr unten schon seid, abonnieren, Glocke. Wir sehen uns nächstes Mal. Coach Steph, wir sehen uns bis dann. Peace.